Hi Leute, Jigsaw hier. Ein Inhaltsverzeichnis zu eurem Word-Dokument zu erstellen ist für Leser sinnvoll, da es auf den ersten Blick alles zeigt, worum es sich handelt, und können zum gewünschten Abschnitt springen. In diesem Video werde ich euch Schritt für Schritt erklären, wie man ein Inhaltsverzeichnis in Word erstellt. Los geht's! Bevor ihr startet, müsst ihr eine Stilvorlage der Überschriften festlegen, damit Word die verschiedenen Abschnitte erkennt. Ihr könnt dafür die integrierten Stilvorlagen von Word verwenden. Zuerst findet ihr heraus, wo die Kapitel oder Abschnitte eures Word-Dokuments sind, und wählt eine passende Stilvorlage in Formatvorlagen aus. Dies findet ihr oben auf dem Startregister. Um es visueller zu gestalten, ordnet bestimmte Abschnitte als Überschrift 1, andere als Überschrift 2 und so weiter. Die Standardüberschriften von Word sind zwar praktisch, aber sie verändern den Text visuell. Um den Text nicht zu verändern, könnt ihr eigene Formatvorlagen erstellen. Highlighte den Text, welches ihr in eurem Inhaltsverzeichnis haben wollt. Klickt auf das Mehrzeichen in Formatvorlagen und wählt Formatvorlage erstellen. Benennt es und klickt auf Ändern. Wählt eine Vorlage aus, die auf eine Überschrift basiert, wie zum Beispiel Überschrift 1. Überprüft, ob Formatvorlage für folgenden Absatz auf eure neue Vorlage gesetzt ist. Wiederholt diese Schritte für jeden Abschnitt, den ihr in eurem Inhaltsverzeichnis haben wollt. Der Text bleibt so in seiner originalen Form und wird auch zum Inhaltsverzeichnis hinzugefügt. Das gleiche macht ihr bei den anderen Überschriften eures Dokuments. Wenn ihr fertig seid, könnt ihr endlich mit eurem Inhaltsverzeichnis loslegen. Als erstes müsst ihr bestimmen, auf welcher Seite das Inhaltsverzeichnis zu sehen ist. Danach geht ihr zu Referenzen und klickt auf Inhaltsverzeichnis. Für eine schnelle Auswahl klickt auf einer der automatischen Verzeichnisse. Wenn ihr es anders haben wollt, klickt Benutzerdefiniertes Inhaltsverzeichnis. Hier könnt ihr entscheiden, ob die Seitenzahl angezeigt werden soll und ob es rechtsbündig oder linksbündig sein soll. Ihr könnt das Erscheinungsbild des Inhaltsverzeichnisses wählen und wie viele Zeilen es haben soll. Klickt auf OK, um eure Änderungen zu speichern. Sobald ihr euer Inhaltsverzeichnis erstellt habt, wird es mit den Überschriften und Abschnitten, die ihr ausgewählt habt, mit ihren Seitenzahlen ausgefüllt. Aber vorsichtig! Wenn ihr an eurem Dokument was ändert, wie die Überschrift oder den Seitenumbruch, das Inhaltsverzeichnis wird sich nicht automatisch aktualisieren. Ihr müsst dafür euer Inhaltsverzeichnis auswählen. Danach klickt ihr auf Inhaltsverzeichnis aktualisieren. Wenn die Änderungen nur die Seitenzahlen betreffen, klickt ihr auf Nur Seitenzahlen aktualisieren. Bei anderen Änderungen klickt ihr auf Gesamte Tabelle aktualisieren. Danach auf OK, um eure Änderungen zu sehen, und euer Inhaltsverzeichnis ist jetzt aktualisiert. Okay, wenn ich euch weiterhelfen konnte, würde ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn ihr Fragen habt oder ihr euch wünscht, dass ich ein Video zu einem anderen Thema aufnehme, dann einfach in die Kommentare damit. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Okay.